Ja. Heißt, der Markus dieser Stadt war in die Mutter von Lynn verknallt. Die Mutter von Lynn wollte ihn aber nicht und deswegen hasst der Kerl jetzt alle Nomaden. Starker Typ. Ach, da unten kommen wir nicht rein. Okay. Erk ist Level 2. Will ist auch Level 2, hat aber bald ein Level Up. Moment. Geh ich mal hier hin und hau den Kerl kaputt. Wenn er denn trifft. Danke. Sehr gut. Level Up. Cool. Da, 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 da. Tolles Level Up, Will. Toll. Danke. Okay, Angriff, Feuer, hau ihn weg. Piu! Jö. Okidoki, wie geht's denn weiter? Wie weit kommt Dorcas? Bis hierhin. Ich schick mal Dorcas nach hier oben. Warten. Kennt... Ja. Mal hier hin. Oh. Oh. Okay. Eisenschwert. Nee, Zane kommt da wahrscheinlich nicht ran. Nein, leider nicht. Deswegen geht der auch mal nach hier oben. Warten. Florina, hat denn schon jemand was abgekriegt? Will hat was abgekriegt, kennt noch nicht, Zane noch nicht, Dorcas hat was abgekriegt. Matthew hat noch nichts, okay. Ich komme erstmal mit Kent hier runter. Dann Griff mit der Eisenwand. Alter, der haut den ja kaputt. Der sieht so böse aus auf der Map, aber der ist eigentlich voll der Loser. Chlor, Tor. Stimmt, Sarah hat einen Schlüssel. Geh ich mal mit Sarah hier runter. Schließ dort auf. Kann ich mit dem jetzt eigentlich runter oder geht dann der Schalter wieder auf? Aha. Okay. Der Schalter scheint nicht wieder zu deaktiviert zu werden, glaube ich zumindest. Boah, Sarah. Warten. Will kommt mal hier und wartet. Der liebe Marth. Marth? Wrath. Marth. Ja, hau rein. Der ist ein bisschen Overkill, aber... ja, weißt du Bescheid. Wrath macht den Weg frei und so. Wir haben einen Türschlüssel. Jawohl. Matthew. Tür. Mach mal die Tür auf, Junge. Da ist eine Truhe. Muss ich also eigentlich warten. Schick ihn mal hier hin. Warden. Oh, nein. Falsch. Falsch. Nein, verdammt. Nein. Ah, wo war denn das? Ach so. Verpeilt, ey. Ach, ich bin wieder dran, okay. Wow, jetzt fängt's aber an zu laggen, du. Alter Vater. Sarah, Tür. Oh, hallo. Wer bist denn du? Oh, wow. Nice. Komme ich denn? Nein, werde ich wahrscheinlich nicht. Nein, werde ich nicht. Verdammte Hacke. Ja, lieber Zane. Zane sage ich schon, kennt. Hau mal drauf. Boah! Jetzt laggt's aber. Was ist da los? Hör auf! Tut mir wirklich leid. Dass es jetzt gerade so laggt. Ich hoffe mal, das geht gleich wieder weg. Oh, Level Up. Okay. Boah.
Was ist da los? Ach, verdammte Axt. Ja, ich muss wahrscheinlich doch mit irgendjemand auf den Schaltern stehen bleiben. Verdammt. Komm. Lynn kommt da hoch. Ach, Florina ist ja auch noch da. Die kommt da aber nicht hin. Deswegen stellen wir mal Lynn hier ab. Warten. Ah, verdammt. Ist die schon offen? Okay. So. Sarah. Hallo? Warten. Ah, okay. Hm? Das ist also der zweite Schalter. Hör zu, es ist nur noch ein Schalter übrig. Ja, toll. Mit Boss und so. Weißt du Bescheid. Ich hau mal kurz den Bogenschützen weg. Wenn ich den... Ja. Ach komm, der haut den weg. Go, Wrath. Go, Wrath. Aua. Hau ihn weg. Danke. Okay. Truhe. Was ist drin? Panzerbrecher. Jawoll. Sehr schön. Dockers, kommt mal hier hin und wartet. Kommt mal hier hin und wartet. Der liebe Zane, kommt mal hier hin und wartet. Erk wartet hier. Ich weiß jetzt nicht, ob man Sarah alleine lassen kann. Ich hoffe mal, da kommen jetzt nicht noch welche. Na. Florina. Komm mal hier hin. Warten. Warten. Gut, der bewegt sich nicht. Das ist nice. Mal mit Dorcas schauen. Was machst du denn? Angriff, Wurfball. Okay, hau mal rein. Bah, Lindes und ihr Kader, wann sind sie angekommen? Ach, egal, um euch werde ich mich schon kümmern. Bam. Und nochmal, bam. Ich glaube, ich werde den jetzt einfach aus der Entfernung bearbeiten. Müsste eigentlich jetzt nicht so das Problem sein. Hau mal drauf, Bruder. Ganze zwei Schaden, der Wahnsinn. Ja, da brauche ich eigentlich den Panzerbrecher. Ja. Ne? Erk, warte mal hier. Kent, komm mal zur Rettung. Warten. Der liebe Matthew, kommt mal hier hin. Warten. Mach ich mit dem. Nein. Muss eins weiter. Angriff. Kurzbogen. Der macht 6 Schaden, okay. Hauen wir mal so drauf. Schwächen den ein wenig. Okay. Hallo? Achso. Ja, Zugende. Der kann ja nichts machen. Alles klar, dann hau ich mal mit Dorcas nochmal drauf. Angriff. 2x5, okay, der macht den kaputt. Nein. Will haut 2 drauf. Na. Angriff. 2x3, okay. Dann hau ich erstmal mit Wrath drauf und mach den mit Will kaputt. Wenn das funktioniert, hoffe ich mal. Jawohl. 2. Okidoki. Dann lieber Will, hau ihn tot, bitte. Jawohl. Geht doch. Gah, Lord Lundgren. Bam. Oh, 99, ist das mies. Ist das mies. Okay, Dorcas, kommt mal hier hin. Warten. Knack. Der letzte Schalter. Ich muss ihn nur drücken. Dann drück ihn. Da ist der Rain, der Geheimgang. Gute Arbeit. Von hier an soll Wrath übernehmen.
Aha. Ah, da ist ja Ralph. Du hast dich gut geschlagen. Grandiose Vorstellung. Sir, wenn ihr ein Wort des Lobes erübrigt, sollte es jener Gruppe gelten. Ja, bla. Wer seid ihr? Mein Name ist Lindis. Es freut mich, euch bei guter Gesundheit anzutreffen. Oh, ihr seid es. Ihr seid Marcus Childens. Lass uns alleine, Ralph. Ich möchte mit diesem Mädchen sprechen. Oh, ich ahne Schlechtes. Nun, Lady Lindis. Ist euch die Identität jener Leute bekannt, die für diesen Aufruhr verantwortlich sind? Der sieht schon so böse aus. Guckt euch mal die Augen an. Alter. Ich glaube, dies trägt die Handschrift meines Großonkels Lundgren. Genauso ist es auch. Was wiederum bedeutet, dass mein Schloss durch den jämmerlichen Erbschaftsstreit eurer Familie in Mitleidenschaft gezogen wurde. Ich bitte um Vergebung. Als ich hörte, dass Lady Madelines Tochter in Bedrängnis war, war ich gerne bereit, euch meine volle Unterstützung zu gewähren. Doch unter diesen Umständen sehe ich mich gezwungen, mein Angebot als nichtig zu erklären. Oh, oh. Marcus Arafin, ihr gabt mir euer Wort, mein Lord. Euer Name war Kent, nicht wahr? Ihr habt es versäumt, mich über das wichtigste Detail zu informieren. Was meint ihr damit? Dieses Mädchen ähnelt... Nochmal. Dieses Mädchen ähnelt Lady Madeline bis aufs Haar, aber ich hätte nicht erwartet, dass in ihren Adern das verdorbene Blut von Sakai fließt. Was? Denkt ihr nicht auch, der Marcus von Chilin wäre zutiefst betrübt, müsste er dieser nomadischen Promenadenmischung gegenüberstehen? Ihr! Zane, nicht! Ich bitte um Vergebung, mein Lord, oder so, hat er doch gerade gesagt. Euer Gefolgsmann verfügt nur über spärliche Disziplin. Marcus Arafin, bitte, wenn ihr uns die Gnade eurer Unterstützung gewähren würdet. Ich hörte, Marcus Charlin ist schwer krank und ans Bett gefesselt. Ich bezweifle, dass er lange genug leben wird, um dieses Mädchen zu sehen. So ein Arsch! Wenn er es nicht tut, wird Lundgren seinen Titel beanspruchen. Und ich möchte jeglichen Ärger mit dem nächsten Marcus vermeiden. Ihr ränkeschmiedender Zane! Ich verstehe. Kent, Zane, wir reißen sofort ab. Milady Lindis, ich bin stolz darauf, dass das Blut von Sakai durch meine Adern fließt. Ich werde von niemandem Hilfe annehmen, der meine Herkunft verachtet. Richtig. Richtig. Ein blöder Sack. Entschuldigung, aber, hallo? Ihr habt soeben Größe und Stärke bewiesen, Milady. Der Marquis ist ein Rüpel. Ja, nicht nur das. Sorgt euch nicht, denn wir halten stets zu euch. Ist das nicht so, Kent? Ich bitte um eure Vergebung. Warum entschuldigt ihr euch, Kent? Ich war so bestrebt, euch zu Chilin zu begleiten. Dabei habe ich versäumt, eure Gefühle zu berücksichtigen. Ist es das, was euch bedrückt? Bitte, grämt euch nicht länger. Ihr habt meine Sicherheit über alles andere gestellt. Das habe ich schon... Das habe ich schon lange erkannt. Hebt euer Haupt und seid stolz auf euch. Lady Lindis. Au. Und lägenderweise geht es jetzt weiter. Dieser Verräter. Bah, arrogantes Kind. Hallo? Wer ist hier arrogant? Penner. Hätte sie nur eine Träne vergossen, wäre ich ihrer Bitte entgegengekommen. Junge, wie krank bist du denn? Wir Noblen von Lucia werden diese stolzen Wilden niemals verstehen. Sind die eure wahren Gefühle für die Nomaden von Sakai, Milord? Was? Oh, Wrath, dich habe ich gar nicht bemerkt. Meine Bemerkungen betreffen dich in keiner Weise. Hallo? Guck dir die Klamotten an, der Junge ist auch ein Nomade, aber scheiß drauf. Du bist mein Hauptmann, ich bin stolz auf deine Dienste. Natürlich. Solange wir das Knie vor euch beugen, kümmert euch unsere Herkunft nicht. Doch kommt ein Gleichgestellter aus meinem Land? Welche Überheblichkeit. Ralph, wie kannst du es wagen, so mit mir zu sprechen? War ich denn nicht stets gut zu dir? Ich habe dich gut bezahlt und dich besser behandelt, als es jenen von deiner Art zusteht. Ihr werdet es niemals verstehen.
stehe nicht länger in euren Diensten. Yay! Der Markus von Arafen. Er sagte, mein Großvater sei krank. Wir müssen rasch nach Shailin. Und ich muss echt einen Schluck trinken. So. Wenn wir uns Shailin nähern, werden Lundgrens Hindernisse immer schwieriger zu überwinden sein. Dennoch, ich schwor euch bis zum Ende beizustehen, Milady. Ich zähle auf euch, Kent. Auch ich bleibe an eurer Seite. Vielen Dank, Zane. Rain, danke, dass auch du stets an meiner Seite warst. Ja, werde ich auch bleiben. Haha. Euch allen verdanke ich, dass ich durchhalten kann. Niemandem wird es gelingen, meinen Geist zu brechen. Na, wollen wir es doch hoffen. Sorry, noch schnell einen Schluck getrunken. Wrath, was ist los? Was habt ihr... Ich hörte... Heute ist echt schlimm, sorry. Ich hörte den Markus mit sich selbst im Gespräch vertieft. Lind von den Lorca, stolze Tochter von Sakai. Ich möchte euch folgen. Ich will meine Stärke mit der euren vereinen. Okay, wie hört sich das denn jetzt an? Wirklich? Und dies. Ich möchte, dass ihr es annehmt. Das ist... Gold? Es ist zu viel. Ich kann das nicht annehmen. Ich habe keinen Gebrauch dafür. Doch euch kann es helfen. Und die Musik ist aus. Dafür haben wir schönes Vogelgezwitscher. Dass man nicht hört. Egal. Aber was ich einmal angeboten habe, kann ich nicht mehr zurücknehmen. Wrath, ich danke euch. 5000 Gold erhalten. Wow. Okay. Jawohl, ja. Kapitel 6 ist vorüber. Und, ne? Wir sehen uns dann in der nächsten Episode in Kapitel 7 wieder. Wir speichern jetzt und bis zur nächsten Folge und so, ne? Tschüss!